Moin. Moin. Hier ist die Hanse Fishing Crew. Heute stehen wir hier an der Untertrave am Theaterschiff und wir versuchen mit Schwimmbrot ein paar Aalande zu ärgern. Und später stelle ich noch mal kurz meine Montage vor und dann viel Spaß beim Video. Jo. So, der erste Aaland des Tages. Denke? Ja. Kein Riese. Aber sogar wahrscheinlich sogar. Kannst du den hochheben oder Kescher? Kannst den Kescher kannst du aber komplett ausfahren, bitte. Ja, aber trotzdem einmal komplett ausfahren, falls gleich was Dickes kommt. So, einmal der erste Aaland des Tages. Und tschüss. Los. Was ein Rübelchen oder? Ja, so wie der vorhin. Wie lange sind wir jetzt hier? 5-6 Minuten? So Leute, wie schon versprochen, wollte ich jetzt ein bisschen über die Montage reden. Ihr könnt natürlich ein einfaches Vorfach nehmen und da Brot dran klatschen und alles ist gut, aber falls ihr die Effektivität ein bisschen steigern wollt, könnt ihr hier, so wie ich das gemacht habe, ein paar Pilotkugeln raufziehen. Das ist von daher gut, weil man sieht, in welche Richtung der Fisch schwimmt, und wenn man mal unaufmerksam ist, dann kann man die eigene Brotflocke auch schnell wiederfinden, falls man angefüttert hat. Wenn man schon eine Montage selber bindet, dann empfehle ich hier so einen goldenen Haken, da er sich am besten zum Toastbrot einfindet. Und das gilt natürlich auch, wenn man mit Mais oder mit Made fischt, da die eine ähnliche Farbe haben und der Haken dann ein bisschen unauffälliger ist als ein schwarzer oder ein silberner. Und verwendet habe ich auch Fluorocarbon, da das im Wasser relativ unsichtbar ist, weil der Lichtbrechungsfaktor dem von Wasser ähnelt. Und deswegen empfehle ich immer, wenn man schon mal Vorfächer selber verwendet oder bindet, dann sollte man die auch mal aus Fluoro machen. So, nochmal ein kleiner Nachtrag, falls ihr Bedenken habt, dass die Pilotkugeln eine Scheuchwirkung haben. Den konnten wir nicht feststellen, eher im Gegenteil, die weiße vorne wurde von den Fischen oft mit dem eigentlichen Schwimmbrot verwechselt und haben wir tatsächlich gesehen, dass tatsächlich die Pilotkugel anstatt das Brot attackiert wurde. Setzt. Boah, Alter.
schön. So. Können ja gleich klettern. Unter dir ist der Kescher. Ja, nimm, der hat meine Köder genommen. Endlich mal. Das ist die Suche, oder? Jo. Warte. Rotauge? Nee. Und ab. Und Nummer 7. Ja. Hier sind wir auch als Team unterwegs. Oh ja. Schönes Ding. Sehr schön. Bremse hoch. Oh, Alter. Alter Schwede. Und oh, wieder ein bisschen besserer. So blöd ist er gar nicht.
So, Maxi hat einen Zander gefangen. Zwei Attacken ab. Guck mal. Richtig mit Gag kommen. Mach mal einmal das Maske. Maßig ist ja auch noch nichts, aber... Einmal in die Kamera halten. Sehr gut, bisschen weiter nach links. Gut. Ja, sehr schön. Sogar ein bisschen runder als die anderen. Ja. Kann auch hoch. Boah. Boah. Alter! Alter, nimm die Kamera! Ja, siehst du an. Das ist was richtig Gutes. Boah. Digga, ich krieg den gar nicht hoch. Boah, zieh den so rein! Hey. Boah! Guck dir mal an, wo ich den gehakt hab. Da drüben landen. Ja, oder so. Ich bin überhaupt nicht. Boah, Alter. Boah. Okay. Alter Schwede. Leicht bloß, ne? Jetzt haben wir. So. Das war der letzte Wurf, der kommt jetzt wieder zurück. Dann geht's nach Hause. So Leute, das war's für heute. Wir waren jetzt hier für 2-3 Stunden. Wollen gleich noch weiter zum Paintball. Ja, wie ihr gesehen habt, gab es auch die ein oder andere Überraschung. Wir haben viel Spaß gehabt beim Schwimmbootangeln. Das ist halt das Coole daran, dass du einfach jeden Biss wirklich siehst meistens. Wenn die Fische schön hochstehen und du wirklich an der Oberfläche angelst, ja. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein!